Atemnot und ständige Kurzatmigkeit sind für Menschen mit COPD tägliche Begleiter und sie machen selbst einfache Dinge wie das Treppensteigen oder Gespräche zu einer ganz schönen Herausforderung. Das Gute ist, du kannst dagegen etwas tun. Mit Atemübungen, die speziell für COPD-Patienten entwickelt wurden, kannst du deine Atemnot mildern und dir im Alltag mehr Luft verschaffen. Diese Übungen unterstützen deine Lungenfunktion und helfen dir, besser durch den Tag zu kommen. Lass uns jetzt aber erst einmal mit den Atemübungen starten. Diese Technik ist der einfachste und der effektivste Weg, wenn du eine akute Atemnot verspürst, um dir sofortige Erleichterung zu verschaffen. Bei der ersten Übung geht es darum, dass du erstmal deine Atemnot reduzieren kannst. Setze dich natürlich, wenn du Atemnot und Atemprobleme hast, wenn du dich kurzatmig fühlst, setze dich immer hin. Das ist immer sicherer als das Stehen. Für die atemerleichternde Stellung, lege deine Unterarme auf deinen Knien ab. Nimm deine Schulter ein bisschen hoch und du darfst auch deinen Rücken in dem Moment rund machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Du möchtest deinen Schultergürtel anheben, dadurch hat deine Lunge mehr Platz und deine Atemmuskulatur ist entlastet. Alles spricht dafür, dass du dann besser atmen kannst. In dieser Situation geht es dann darum, dass du durch die Nase einatmest und durch den Mund langsam ausatmest. Und du wirst einen Unterschied merken, wenn du jetzt normal sitzen solltest oder wenn du in dieser Position sitzt. Deine Atemmuskulatur kann einfach besser arbeiten. Probier das auf jeden Fall mal aus. Jetzt ist natürlich der Punkt dabei, wenn du wirklich Atemprobleme hast und wir sprechen jetzt wirklich über massive Atemnot und ich sage, atme langsam ein, durch den Mund aus, dann höre ich ganz häufig dazu, das ist ja in der Theorie schön und gut. Das große Problem dabei ist, ich kann nicht darüber nachdenken, wenn ich jetzt wirklich in dieser Atemnot bin. Ich kann da keinen klaren Gedanken fassen. Und das ist verständlich. Das ist eine beängstigende Situation. Deswegen, diese Techniken müssen aus dem FF kommen. Die müssen automatisch angewendet werden, ohne dass man darüber nachdenkt. Deswegen muss man sie natürlich auch üben. So, lass die Übung jetzt einmal kurz wirken. Bevor wir weitermachen, wenn du nach diesem Video noch tiefer in die Atemübungen eintauchen möchtest, dann hol dir mein kostenloses Buch mit weiteren Übungen und Tipps. Da hast du auch zum Beispiel eine Anleitung für die ersten 7 Tage, wie du dein Atemtraining aufbauen solltest. Trage dich einfach in meinen Rundbrief ein. Den Link findest du unter dem Video und du bekommst das Buch direkt per E-Mail zugesendet. Okay, lass uns mal mit der nächsten Technik weitermachen. Das ist die Vier-Seiten-Atmung oder Flankenatmung. Du kennst vielleicht die Bauchatmung, indem man die Hände auf den Bauch legt, bewusst durch die Nase einatmet, durch den Mund ausatmet und versucht bewusst die Bauchatmung anzusteuern. Das geht ebenso auch mit der Brust. Besonders anspruchsvoll wird es dann jedoch, wenn man versucht in die Flanken mal zu atmen, also in den seitlichen Rippenbogenbereich oder in den Rücken. Wir wollen uns jetzt einmal auf die Flanken konzentrieren. Diese sind besonders anspruchsvoll, aber eine wichtige Richtung. Wenn du dir vorstellst, hier hast du eine Richtung, da hast du noch eine Richtung, an der Seite und auch noch am Rücken. Die Rücken, die lassen wir mal außen vor, genauso wie Bauch und Brust. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass diese Richtungen funktionieren. Um die Flanke jetzt bewusst anzusteuern, setze dich aufrecht hin, lehne dich zur Seite rüber und nimm den Arm über den Kopf rüber. Wir wollen jetzt einmal hier die Flanke aufdehnen. Du hast jetzt schon eine Vorspannung. Und wenn du jetzt durch die Nase einatmest, dann stellst du dir bitte einmal vor, dass du ganz bewusst hierhin atmest, dass die Flanke sich mit der Einatmung anhebt. Mach gerne mit. Wir machen 3-mal pro Seite. Und du wirst dann auch gleich einmal vergleichen, wie sich beide Seiten anfühlen. Und ein letzter Atemzug. Ein drittes Mal. So, wir vergleichen das jetzt einmal. Mach das mal mit der anderen Seite. Erfahrungsgemäß ist es mit einer Seite leichter und mit der anderen schwieriger. In meinem Fall habe ich immer das Gefühl, dass es mit der rechten Seite etwas besser geht. Das ist aber eine völlig subjektive Wahrnehmung. Probier das mal aus. Wenn du jetzt, in meinem Fall linke Seite, reinatmest
und ein letztes Mal. Okay, und nimm den Arm wieder runter. Vergleich das jetzt einmal und vorher. Gerade durch diese Aufdehnung noch zusätzlich hat man häufig das Gefühl, jetzt das Atmen, das fühlt sich etwas leichter an. Spüre einfach mal in den Körper hinein. Gerade zum Anfang, die Wahrnehmung, die kann da noch beeinträchtigt sein. Wir brauchen da einfach ein paar Mal, damit wir erstmal ein richtig gutes Körpergefühl entwickeln. Das kommt aber zügig und wenn man es dann einmal hat, dann verliert man es auch nicht mehr. So, wenn du die Flanke jetzt schon gespürt hast, dann ist das gut. Wir brauchen allerdings nicht nur Wahrnehmung, wir brauchen nicht nur eine Technik für die Atemnot, sondern wir brauchen auch noch eine Technik, um unsere Atemmuskulatur wirklich zu kräftigen. Hierfür bietet sich ein Widerstandsband hervorragend an. Wichtig ist natürlich, dass du das regelmäßig immer wieder mit Talg einreibst, damit es auch heil bleibt und auch wirklich seine Funktion beibehält. Lege dein Band mal um deinen Brustkorb rum, nicht über den Bauch, sondern wirklich um den Brustkorb herum. Und mach es so fest, dass du es spürst. Wenn du es jetzt rum hast, dann geht es darum, dass du versuchst, deine Flanken, deinen Rippenbogen, ganz bewusst mal nach außen hin zu atmen. Das ist nicht einfach. Ich verspreche dir, die meisten meiner Patienten können das zum Anfang noch gar nicht. Wenn man das aber nachher kann, dann ist es eine ziemlich anstrengende, aber effektive Technik. Wir machen das mal gemeinsam. Du kannst das auch mit einem Frottee-Handtuch machen. Das funktioniert genauso. Nimm dein Band, halte es fest und versuche jetzt, durch die Nase einzuatmen, deinen Rippenbogen nach außen hin zu atmen. Nase ein, 5-mal. Und aus. Ich nehme meine Hände mal nach hinten. Vielleicht kann man es ganz marginal sehen. Ich spüre das. Aber vielleicht kannst du es so auch sehen. Einatmen. Und aus. Natürlich ist immer der Bauch auch mit dabei. Das ist völlig normal. Wir haben eben auch eine sehr tiefe Atmung. Noch 2 Atemzüge. Und ein letztes Mal. Okay. Und übe das. Übe das regelmäßig. Also die Techniken, die du für die Atemnot bzw. für die Kurzatmigkeit benötigst oder zum Schleimlösen oder wofür du auch immer eine spezifische Technik benötigst, zusätzlich das Wahrnehmen und das Kräftigen. Wenn du diese 3 Sachen aufbaust und dieses Feingefühl dafür entwickelst und eine kräftige Atemmuskulatur, dann steht da nichts mehr im Wege, dass deine Atmung nach und nach auch wieder aufgebaut werden kann. Also, vergiss nicht, meinen Atemnotfahrplan, die Kraft der Atmung, unter diesem Video runterzuladen oder am ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Bis dahin, dein Nico.